nochmal das gebaut, was wir gestern gemacht haben, um so ein bisschen euch abzuholen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Und dann haben wir eigentlich dann so ein komplettes Trainingsplan für einen Defensivspieler. Also, ja, nochmal zu den Grundlagen, um euch mal wieder abzuholen. Wir haben angefangen, dass wir gesagt haben, was haben wir, welche Situation haben wir. Wir haben ein Einzeltraining, kleinen Namen der Academy, mit einem Defensivspieler, 13 Jahre alt, kann sowohl Innenverteidiger spielen als auch Außenverteidiger. Und das ist praktisch so das erste Mal da. Und ich weiß einfach noch nicht, wie gut er ist in verschiedene Basics. Der Defensiv. Es ist auch klar, dass ich mit ihm nicht anfangen werde, sofort komplett rein ins keine Ahnung, Defensivspiel reinzusteigen, in Spielsituationen reinzugehen, sondern dass ich sage, okay, in meinem Training habe ich gemerkt, man muss erstmal die Grundlagen. Man muss erstmal die Grundlagen trainieren und auch einfach mal sich als Individualtrainer sich die Grundlagen mal anschauen. Wie macht er das alles? Wie ist er in den verschiedenen Basics? Und dann habe ich gesagt, okay, jeder Defensivspieler braucht drei Basics. Wenn ihr der Meinung seid, naja, ich finde noch mehr, dann schreibt es ruhig. Keine Ahnung, in den Kommentaren, wenn es in YouTube kommt oder einfach, wenn ihr jetzt gerade im Chat drin seid, könnt ihr es auch reinschreiben. Ich habe mich dafür entschieden, dass die drei Grundlagen abdrängen. Also Defensivgrundlagen abdrängen, Grätschen und faire Zweikampf ist. Also diese Grundlagen habe ich jetzt einfach ausgewählt, habe es für mich entschieden, dass es das ist, was ein Defensivspieler haben sollte oder können sollte. Und das würde ich einfach mal, damit würde ich starten. Und ich würde auch wirklich viel Zeit dafür verwenden. Das heißt, diese drei Übungen an sich werden 20 bis 30 Minuten dauern. Das habe ich so für mich entschieden, jetzt einfach beim Training, um das mir genau anzuschauen. Mit da pro Grundlage dann so wirklich so, ja, 8 bis 10 Minuten nehmen. Wenn ich mir für jede Übung nur 5 Minuten nehmen würde, habe ich das Gefühl, ist es dann einfach zu kurz und da kannst du nicht wirklich gut trainieren, kannst du nicht wirklich gut reingehen. Und ja, also Übung ist wirklich abdrängen. Es geht einfach darum, ich habe den Ball, ich bin immer blau, für alle, die gestern Abend nicht dabei waren. Vorher haben wir uns aufgewärmt, Lauf ABC haben uns gedehnt und jetzt gehen wir praktisch rein. Okay, gut. Jetzt hab ich den Ball am Fuß, dribbel erstmal ganz locker mit einem ganz niedrigen Tempo, um einfach zu sehen, okay, wie geht denn den Abdrängen rein? Denn oftmals ist es so, dass viele zu aggressiv reingehen und eher faul, als dann diesen Tempo, diese Geschwindigkeit von mir da, von den Gegenspielern mitzugehen, Schulter an Schulter abdrängen. Das ist so praktisch das, was wir trainieren wollen, was ich mir erstmal anschauen will. Kann ja sein, dass ich das schon kann. Und wenn ich dann so mein Spiel habe, kann das wahrscheinlich schon. Ne? Also deswegen kann es sein, dass er das schon kann, dass man vielleicht nur an Kleinigkeiten ein bisschen was ändern muss. Aber es das heißt nicht nur, weil er vielleicht in der Bundesliga-Mannschaft spielt, dass ich es mir nicht anschaue, sondern einfach erwarte, dass er es kann. Ne? Also das wäre dann der falsche Ansatz und ich muss es mir anschauen, ich muss es mit ihm machen und dann, falls er Fehler macht, werde ich es verbessern. Wir gehen in die zweite Grundlage rein. Die zweite Grundlage war es, dass wir sagen, okay, Grätschen. Wie grätscht man denn richtig? Was ist das für ein Spielertyp? Also oftmals wissen ja die Spieler oftmals nicht, was ist man für ein Spielertyp. Ich selbst wusste gar nicht, habe immer früher gedacht, ich kann gar nicht grätschen. Und weil ich meinen Kopf hatte, das Grätschen muss so aussehen, wie wenn man jetzt vielleicht FIFA spielt oder so. Oder wenn man so Spiele sieht von manchen Leuten, wenn die so schön von der Außen so runtergehen, sliden, da schön nochmal so einen Bogen machen, da schön den Ball weggrätschen oder sogar den Ball sichern, das sieht immer geil aus. Aber ich war selbst nicht so. Entweder habe ich einfach den Gegenspieler überrannt und wenn ich ihn dann überrannt habe, ne, oder wenn ich mal runtergehen musste, dann bin ich irgendwie im Sprint so runter und hab da praktisch so gegrätscht, also praktisch so seitlich gegrätscht. Also ganz komisch, nicht so dieses klassische Grätschen, was man so kennt. Also da habe ich sehr, 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 sehr selten gemacht. Und das war meine Art zu grätschen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, das ist natürlich auch eins, was man dann trainiert, wo man dann sagt, okay, man möchte das mit den Spielern angehen, herausfinden, was ist ein Grätschstil. Und ist dann natürlich auch trainieren. Ich habe den Ball, ich führe den Ball einfach nur die Linien entlang, also außen, um den Hütchen herum, um den Viereck herum und lege mir aber den Ball immer vor. Also das heißt, ich lege mir den Ball wirklich, wie ihr hier seht, weit vor und mit dem Ziel, dass jetzt der Spieler, den ich trainiere, den Ball
fixiert, vielleicht auch ausrechnet, wann muss er runtergehen. Das ist ja die Schwierigkeit beim Grätschen. Beim Grätschen ist es oftmals meiner Meinung nach nicht, dass man nicht runtergehen kann und einfach diese Grätsch-Bewegung ausführen kann, sondern das richtige Timing. Und das muss man ja trainieren. Deswegen lege ich mir bewusst den Ball vor, damit sich der Spieler den Ball fixieren kann, diese Bewegung vielleicht schon im Kopf ausrechnen kann. Wann gehe ich runter? Was ist mein Grätschstil, um den Ball zu erobern oder den Ball einfach wegzugrätschen? Ne? Das ist so das Ziel. Deswegen lege ich mir den Ball vor und lasse den Spieler dann die Zeit, von hier, von der Mitte anzulaufen. Ich möchte nicht, dass der Spieler schon, also dass der Spieler, den ich trainiere, schon hier steht. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass er schon hier steht und dann einfach der Ball kommt, okay, ich gehe jetzt einfach mal runter. Ne, das kann jeder, sondern ich möchte, dass das alles in Bewegung passiert, weil im Spiel passiert auch alles in Bewegung. Es ist ja nicht so, dass der Spieler dann, dass er auf Verteidiger einfach steht, der Gegner kommt und dann geht er runter in die Grätsche, sondern er läuft vielleicht mit dem Spieler, merkt, boah, er kommt jetzt mit Tempo, kriegt er es nicht mehr hin, dann geht er runter und grätscht den Ball weg. Und das möchte ich hier auf jeden Fall haben, dass der hier den Ball anläuft. Natürlich wäre natürlich noch besser, wenn er sagt, okay, der macht einen Bogen, das heißt, er macht hier, der läuft hier praktisch mit so einem Bogen, zieht dann hier entlang, geht dann hier runter und kriegt den Ball dann weg. Das wäre natürlich noch optimaler, aber wir wollen ja klein anfangen, erstmal gerade die Bewegung, wir gehen runter, wir gehen die Grätsche runter und das wollen wir erstmal trainieren. Wenn ich das Gefühl habe, er hat es verstanden, er kann es umsetzen, dann bringen wir noch ein bisschen Variation rein, machen es noch ein bisschen schwerer und so sieht es dann auch einmal für die Seite. Wenn er hier gegrätscht hat, kommt er wieder zurück, dann grätscht er hier, dann kommt er wieder zurück, dann grätscht er hier, dann kommt er wieder zurück, dann grätscht er hier. Und das waren ja auch wieder 8 bis 10 Minuten. Auch hier nehme ich mir wieder die Zeit. Sprich viel mit dem Defensivspieler. Sehr, sehr wichtig, dass man bei der Übung sehr, sehr viel spricht. Weil Trainer, aber ich kann nicht von ihm erwarten, dass er mein Grätschstil ausführt. Und ich muss ihn fragen, okay, wie fühlst du dich dabei? Wie ist es für dich, wenn du mit der linken Seite runtergehst? Wie ist es für dich, wenn du mit der rechten Seite runtergehst? Fühlst du dich überhaupt gut, runterzugehen? Das muss ich alles abfragen, weil meine Aufgabe ist es, ihn zu trainieren und natürlich auch seine Stärken. Als dritte Grundlage haben wir dann zusammen erarbeitet, fairer Zweikampf, also gestern. Fairer Zweikampf ist nicht zu vergleichen mit Abdrängen. Abdrängen nehme ich ein Tempo mit vom Gegner, setze meine Schulter ein, Körper kommt da und dränge ihn ab. Fairer Zweikampf kann auch mal frontal sein. Eins gegen eins, er macht eine Bewegung, ich mache eine Bewegung mit, gehe rein, erober den Ball. Es ist ein Unterschied, das ist nicht zu vergleichen. Die Übung aus, ich habe den Ball am Fuß, bin in ein Feld, wo er Spieler nicht hingeht, reinkommen kann. Und dribbel einfach hier entlang. Also ich fange erstmal langsam an mit einem langsamen Tempo, weil mir natürlich die Technik angehen wollen. Wie geht er in die Zweikampf? Wie versucht er den Ball zu erobern? Kann er den Ball gut einschätzen? Weiß er, findet er ein gutes Timing? Das sind so die ersten Sachen, was man in 2, 3, 4 Minuten machen muss. Also wirklich lang, ich dribbel langsam an und mache das praktisch mit ihm. Seine Aufgabe ist es von hinten dann einfach den Ball einzuschätzen, die Situation einzuschätzen, auf mich zuzulaufen, mich zu fixieren und den Zweikampf anzunehmen und fair den Ball zu dieser Übung. Wir fangen wirklich langsam an, nachdem ich hier den Ball geholt habe. Dann kann ich auch mal hier rüber gehen, mache das mit dem, dann gehe ich hier rüber, mache das mit dem, gehe ich hier rüber, mache das mit dem. Ganz klar. Seine Aufgabe ist immer wieder neu zu fixieren. Okay, hier, der hat den Ball, okay, ich muss hier hin fixieren. Er hat den Ball, ich muss hier hin fixieren. Ich fange langsam an, dann erhöhe ich aber das Tempo. Ich werde dann immer schneller. Und weil das ist natürlich ein Unterschied. Okay, wenn ich jetzt mit Tempo komme, muss er viel schneller reagieren, muss er viel schneller das Timing finden. Und das muss so die Aufgabe sein, weil fortgeschritten ist natürlich, dass ich dann Finten reinbringe. Übersteiger, Seitenwechsel, Abstopp, abhaken, Richtungswechsel, 1, 2 Richtungswechsel hintereinander. Also es wird da immer komplexer, immer intensiver. Jetzt haben wir die Grundlagen hinter uns und jetzt wollen wir einfach weitermachen und sehen, okay, gut, was ist die nächste Aufgabe, was wollen wir reinbringen.